Ich glaube, das Insulin ist der Risikofaktor. Also wenn wir screenen für ein kardiovaskuläres Risiko, wenn wir screenen für ein eventuelles Krebsentstehungsrisiko und Gesamtmortalität, dann ist von den Studien, die ich überblicke, Insulin der beste Prädiktor. Wir haben lange, lange rumgemacht mit den Lipiden im Blut, HDL, LDL, Gesamtcholesterin, und das sind überhaupt keine guten Prädiktoren. Die sagen eher wenig, bis sogar das Gegenteil aus. Die Studien, dass ein erhöhtes Cholesterol oder Cholesterin sogar lebensverlängert sind, wurden lange nie zitiert und werden jetzt nach und nach erst publik. Es war der völlige Irrweg, dass wir darüber quasi Prädiktoren formuliert haben. Und die Studien aus den 80er, 90er Jahren, Reason, der Erstbeschreiber des metabolischen Syndroms, war Mitveranstalter von mehreren großen Studien, wo man einfach geschaut hat, wir nehmen eine gesunde Population, mehrere hundert Personen, und schauen an, wie viele von denen haben welche Krankheitsinzidenzen, Prävalenzen innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Und dann hat man diese Gruppen eingeteilt in insulinsensitiv, beginnend insulinresistent und das Vollbild einer Insulinresistenz. Und in diesen Gruppen, in dem Beobachtungszeitraum, hat man bei den Insulinsensitiven keinen einzigen Herzinfarkt oder Neuauftreten einer Krebserkrankung beobachten können. In 2 großen Studien, auf die ich jetzt in meinem Gedächtnis so zurückblicke. Ja. Das heißt, alle Inzidenzen waren ausschließlich in der Gruppe derer, die beginnend insulinresistent waren oder schon das Vollbild einer Insulinresistenz gezeigt haben. Und pathophysiologisch wissen wir auch warum. Wir wissen so genau, wie Insulin auf die unterschiedlichen Gewebe wirkt und warum ich damit eine Atherosklerose ausbilden kann und warum ich damit quasi den Herzinfarkt extrem begünstige, warum Krebszellen quasi im Vollbild einer Insulinresistenz irgendwie so aufblühen. Und wir wissen das alles, ja. Und wir haben das einfach sträflich vernachlässigt. Das ist sehr, sehr schade.